Und hier eine Warnung an die Bevölkerung. Gegen diese Familie sind die Hells Angels ein Knabenchor und das jüngste Gericht eine helle Freude. Sie sind so ausgeflippt, wahnsinnig und unglaublich durchgedreht, dass wir Ihnen auf keinen Fall eine Vorschau ihrer neuesten Komödie zeigen können. Wir danken für Ihr Verständnis. Okay, okay, Sie haben es nicht anders gewollt. Bleibt sauber, bis nächstes Jahr. Die Flodders. Sind Sie nicht eine wundervolle Familie? Ich bin Johnny, das ist meine Familie. Wir kommen aus Holland. Im Dreck kriegt man ja richtige Heimatgefühle. Hier ist alles viel abgedreht. Was mit der kleinen Nummer? Lass dich nicht von jeder Torte angraben, bei denen holst du dir nur was weg. Wie viel sind denn 10 Dollar, Johnny? Zu wenig für einen Tripper. Allen voran die liebende Mutter. Zart und feinfühlend. Und dich mach ich auch gleich platt, du Bastard! Gibst du mir was zu trinken? Zu Herrn Carly. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. Halten Sie gefälligst die Schnauze. Krieg dich wieder ein. Johnny, der Älteste, hat wie immer alles im Griff. Naja, manche Leute haben eben keine Kinderstube. Geht's euch allen gut? Hammermäßig. Wir haben die Stadt unsicher gemacht und jetzt drehen wir noch eine Runde durch den Park. Jetzt schieße ich dir deine verdammten Eier weg! Richtig geil, dieses Amiland. Ist ja mehr als abgefahren. Sein Schwesterlein Kees, bei der wir alle besonders die inneren Werte schätzen. Oh, sind das schöne Wolken. Ja. Prächtige Wolken. Aber sie bleibt doch ein kleiner Engel. Und last but not least, der ganze fröhliche Rest der Familie. Hör auf, ist das schwul oder was soll die Handelei? Die Familie zum Knutschen macht vor nichts Halt. Die Stadt ist echt ein Hit, da mischen wir gleich mit. Bis uns jeder Ami kennt und vor Schreck sein Haus abbrennt. Ab 5. November fallen sie über Manhattan und natürlich wieder über sie her. Wenn sie einen ordentlichen Anschlag auf ihre Lachmuskeln vertragen, können wir ihnen diese Komödie nur empfehlen. Die Familie zum Knutschen in Manhattan. Ab 5. November überall im Kino. Was liest du denn da, Werner? Playgirl?